Ja, herzlich willkommen zum Live-Talk mit Andreas Müller bei Jetzt TV. Genau, cool. Vielen Dank. Herzlich willkommen auch alle zum Jetzt TV Live-Chat. Ich bekomme heute coolerweise die Fragen wieder vorgelesen. Vielen Dank schon mal, Yvonne, dass du das machst. Das erspart mir nämlich viel Gerede, viel Reden. Ich mache eine kurze Einleitung, worum es geht, und dann darf es gern Fragen dazu geben. Ich glaube, die muss man einfach in den Chat schreiben, ne, in den YouTube-Chat. Es gibt keine Botschaft. Diese Veranstaltung ist keine Belehrung und ich bin kein Lehrer. Das heißt, worüber wir reden, ist im Prinzip, dass dass dieser ganze Eindruck, dieser ganze energetische Eindruck, jemand zu sein, ein Ich zu sein und das Gefühl zu haben, auf einem Weg zu sein zum Eigentlichen, was auch immer das Eigentliche dann ist. Im Spirituellen wäre es dann Erleuchtung natürlich, Selbstrealisation, Ankommen. Ich glaube, damit können die meisten Leute was anfangen, eigentlich egal in welchem Lebensbereich. Muss gar nicht im Spirituellen sein, einfach diese Hoffnung, dieses Gefühl, irgendwann anzukommen, jemand zu sein, der oder die dann angekommen ist, wo es dann einfach gut ist. Und ich glaube, dass diese unterschwellige Hoffnung oder diesen Eindruck alle Menschen haben, die sich als Ich erleben, dass da noch irgendwas kommt, dass es irgendwo hingeht. Im Zweifelsfall, dass auch nach dem Tod noch irgendwas kommt. Und normalerweise in diesem persönlichen Kontext geht es genau darum, wie komme ich da am besten hin? Wie kann ich zu jemand werden, der nicht mehr sucht, sondern der angekommen ist oder die angekommen ist? Dadurch, dass ich irgendwas gefunden habe, erreicht habe, einen gesellschaftlichen Status, dass ich genug Geld habe und mich um nichts mehr kümmern muss. Oder im Spirituellen, dass ich auch da jemand bin, der oder die angekommen ist, weil ich erleuchtet wurde, weil ich es durchschaut habe, weil ich die richtige Lebensweise gefunden habe, weil ich meine Vergangenheit geheilt habe, wie auch immer. Aus dieser Sicht hier wird das niemals Erfüllung finden. Das heißt, das, was sich dieses Ich erhofft oder diese Hoffnung aus dem persönlichen Erleben, dass man irgendwann ankommt, die wird sich nicht erfüllen. Denn dieses Gefühl der Suche, dieses Gefühl, auf dem Weg zu sein, gehört zum Erleben, jemand zu sein. Das ist untrennbar miteinander verbunden. Das heißt, Ich und Suche ist das Gleiche. Es gibt kein Ich, das ankommt. Es gibt kein Ankommen. Auch wenn es sich im persönlichen Erleben immer mal wieder so anfühlt. Es gibt natürlich immer wieder Momente, die sich so anfühlen wie, ach, jetzt ist es gerade mal richtig gut für mich. Bleibt allerdings nie sonderlich lang so. Aber diese Erfahrung schafft natürlich die Hoffnung darauf, dass es irgendwann mal wirklich ankommen kann. Aber wie gesagt, es gehört alles zum Traum. Es ist dieses Erleben, jemand zu sein, das überhaupt keine Substanz hat. Dieses Ich, dieses Präsenzerleben ist in sich illusionär, könnte man sagen. Somit ist auch die ganze Welt, in der die Person zu glauben lebt. Nämlich, wie gesagt, ein Weg, es geht wohin, ich kann was tun, es gibt richtig und falsch, ist auch illusionär. Befreiung ist das plötzliche Verschwinden dieses Erlebens, das grundlose und plötzliche Verschwinden dieses Erlebens. Und gleichzeitig könnte man sagen, es ist die plötzliche und grundlose Offensichtlichkeit, dass dieses Erleben niemals real war. Dass es sowas wie ein Ich nicht gibt und dass es so jemanden wie mich niemals real gegeben hat, als diese gefühlte Präsenz, als dieses Gefühl, als etwas Reales da zu sein. Ich oder ein Gewahrsein oder eine Präsenz oder
eine Seele oder irgendeine Art von Wesenheit, die sich dann natürlich als nicht materiell erlebt, sondern irgendwie geistig ist. Oder Spirit, daher kommt dieses Wort Spirit und Spiritualität. Die Annahme, dass es ein Ich gibt, das tiefes Glück finden kann. Da ist niemand. Dies ist eine geträumte Hoffnung, die aus einem illusionären Erleben kommt, aus einem illusionären Verlust. Es ist nichts verloren, es gibt nichts zu finden. Das, was passiert, das, was scheinbar passiert, ist alles. Und es ist natürlicherweise stimmig und ganz. Insofern gibt es keine Lehre, keine Belehrung. Nicht jemand, der belehrt werden könnte. Das gehört alles zum Traum, gehört alles zu dieser Illusion. Das, was passiert, ist total. Es ist einfach das. So, also falls es noch Fragen gibt, nach dieser brillanten Einleitung, dann jetzt, bitte. Die Namenlose hat eine persönliche Frage an Andreas. Kann es sein, dass du verliebt aussiehst? Muss nicht beantwortet werden. Wenn es auf dich so wirkt, dann sehr schön. Ja, keine Ahnung, vielleicht sehe ich es aus. Eine Frage. Dann bin ich nicht geboren? Ja, genau, ja. Genau, dieser Eindruck ist illusionär. Ich bin jetzt hier, ich bin etwas, das geboren wurde, das irgendwo herkommt, aus dem Nichts sozusagen. So fühlt sich das an. Plötzlich bin ich da. Ja, diese Geburt ist nie passiert. Ein Kommentar, das ist wohl wahr. Cool. Ich erfahre so wenig Zustimmung in meinem Buch. Das ist sehr schön. Bei dir ist aber schon Wahrnehmung da, auch wenn sie niemanden gehört oder nichts dahinter steckt. Zum Beispiel, wenn du Kuchen isst, nimmst du doch trotzdem wahr, dass er dir schmeckt. Ja, da wird schon schwierig, weil natürlich, was scheinbar passiert, ist ein lebender Körper und der spürt und schmeckt und hört und sieht. Das wäre dann vielleicht Wahrnehmung, die niemandem passiert. Darin erlebt sich aber nichts als wahrnehmend. Insofern ja und nein. Es gibt die Erscheinung davon, sagen wir so. Es gibt die Erscheinung von Wahrnehmung. Kommentar, verliebt in das Sein. Nee, ich glaube, ich bin gerade einfach nur gut drauf. Nee, es gibt. Nee. Nee. Also, ich bin nicht in etwas verliebt. Lieber Was ist Andrea, denn los gerade? wenn da niemand ist, wer weiß das und warum kannst du dann darüber sprechen? Für mich bist du seit Jahren die Nummer eins in der scheinbaren Szene. Das wollte ich dir mal persönlich schreiben. Cool, vielen Dank. Sehe ich schon wieder verliebt aus jetzt. Nee. Gute Frage. Es bleibt tatsächlich unerlebt, dass da niemand ist. Das heißt, es weiß wirklich niemand. Und auch hier weiß das niemand. Und ich weiß, diese Veranstaltung oder dieses Setup lässt es so aussehen, als ob ich das wüsste. Da ist aber einfach niemand. Und auf eine unerklärliche Weise kann das mitgeteilt werden. Also, das kann hier gesagt werden, aber tatsächlich nicht, weil da jemand ist, der das weiß.
Das heißt, auch das wäre Teil der Hoffnung, dass es ich sagen würde, wenn ich sagen kann, dass da niemand ist, aus meiner ganz bewussten Erfahrung raus, das wäre das Ziel oder dann komme ich an, das wird nie passieren. Das ist tatsächlich das Einschlafen dieses Ich-Erlebens und trotzdem kann das offensichtlich gesagt werden. Nochmal, aber natürlich weiß ich, es sieht aus, wie wenn es so ein Statement wäre, wie wenn es irgendein Wissen wäre, das ich so vor mir hertrage und in die Welt rausposaune oder so. Es wäre tatsächlich ein Missverständnis. Niemand weiß das. Und es ist ein großer Unterschied, in Anführungszeichen, ob da einfach niemand ist oder ob da jemand ist, der weiß, dass da niemand ist. Letzteres ist aber natürlich das Einzigste, was sich die Person vorstellen kann, dass das irgendeine Art von Wissen wäre. Eine neue Erfahrung eben. Das, was alles wahrnimmt, ist also gar nicht die Essenz von allem und jedem. Nee, überhaupt nicht. Nein, nee. Wahrnehmung so gesehen wäre einfach das, was scheinbar passiert. Das können diese Körper halt. Einen Arm heben, eine Dose öffnen und wahrnehmen. Und was wahrgenommen wird, ist natürlich keineswegs alles. Das ist natürlich einfach wahnsinnig begrenzt. Ergänzend schreibt sie, das, wovon spirituelle Lehrer reden, wenn sie sagen, wir seien alle das eine selbe. Ja, das ist Teil des Traums natürlich, dass es sowas gibt wie ein Selbst, das wir sind. Das gibt es natürlich nicht. Aber die meisten beziehen sich eben auf diese Anwesenheit. Also das Konzept wäre natürlich, dass die reine Anwesenheit in mir, die es so nicht gibt, dass das die gleiche ist wie in dir. Wenn wir quasi alle Geschichten und so weglassen, dann bleiben wir alle als das Gleiche übrig und das sind wir dann. Das fühlt sich so lang, das fühlt sich so lang so an, bis es nicht mehr da ist. Und dann bleibt kein Selbst übrig. Aber wir hatten es in der Einleitung. Spiritualität geht davon aus, dass es diesen Spirit gibt, diesen Geist in uns, dieses immaterielle Etwas, das wir wirklich sind. Und aus dem persönlichen Erleben fühlt sich das auch so an. Ich meine, aus diesem Ich-Erleben raus ist dieses Ich-Erleben die einzigste Realität. Ja, ich bin, mich gibt's, da ist was, etwas erfährt sich doch. Nee, das ist geträumt. Ist das ohne selbst auch nur geträumt? Naja, dann würde sich das wieder wie eine Erfahrung anhören. Aber natürlich, nichts ist real. Es gibt auch kein reales ohne Selbstsein, weil die ganze Idee von Realität findet nur für dieses Selbst, für dieses Ich statt. Also es gibt überhaupt nichts Reales. Ohne Selbstsein ist so wie die Pflanze, die hinter mir steht, oder der Tisch. Das ist alles selbstlos. Oder scheint, existiert ohne ein Selbst. Und mit uns ist es das Gleiche. Sind bei dir noch Gedanken? Und Ja. wenn ja, welche Art von Gedanken? Besonders einfältige, glaube ich. Nee, normale Gedanken, also ich betrachte sie als normal. Alle möglichen, nichts Besonderes. Von was mache ich morgen, über alles Mögliche.
Aber es sind eben Gedanken. Im alkoholisierten Zustand ist die Wahrnehmung beeinträchtigt. Bedeutet das, dass das Bewusstsein vom Zustand des physischen Körpers abhängt? Danke. Ja, da wäre jetzt die Frage, welches Bewusstsein du meinst. Also die Funktion Bewusstsein, die der Körper hat oder das Funktionieren, ist dann scheinbar beeinträchtigt, ja. Und ein anderes Bewusstsein gibt es nicht. Also beeinträchtigt in Anführungszeichen, weil man hat ja dann doch auch andere Vorteile wieder. Aber gut. Frage. Diese Körper können auch ohne Ich verliebt sein, scheinbar. Ja. Ja. Vielleicht ist es auch ein bisschen das Licht, das hier so reinkommt, was mich so strahlen lässt. Also verliebt hat natürlich, muss ich vielleicht was dazu sagen. Aus dem persönlichen Erleben raus hat Verliebtsein natürlich immer noch diesen zusätzlichen Aspekt von ich komme an oder ich habe jemanden oder etwas gefunden, was mich ankommen lässt. Diese Freude darüber, diese Projektion in die Zukunft sozusagen. Und ab jetzt ist es schön und bleibt es schön. Das hat natürlich aus dem, wenn eine Person da ist, färbt es natürlich diese freudvollen Liebesgefühle. Das findet nicht statt natürlich, wenn da niemand ist. Wenn es richtig verstanden wurde, dann kann nichts gemacht werden, damit das Ich wegfällt. Ja, genau. Es Auf ist. der einen Seite, weil das Ich überhaupt nicht existiert, als etwas, das wirklich tut oder nicht tun kann, oder als etwas, das überhaupt da ist, wirklich. Und auf der anderen Seite, weil das Ich sich selber nur als suchend erlebt, als anwesend und als suchend. Weiter schreibt sie, es ist das nicht etwas, das als Ich erscheint und muss gar nicht wegfallen. Es erscheint einfach so. So könnte man sagen, beziehungsweise ich ist eigentlich nicht ich, sondern nicht etwas. Ungreifbar, unverständlich, sich selber nicht erlebend. Ja. Nichts ist eine Sache. Nichts von dem, was hier ist, einschließlich dieser Eindrücken, ich zu sein, ist real existierend. Das heißt, sorry, ein Satz noch, das alles ist nicht etwas. Das, was scheinbar passiert, ist keine Sache. Das erscheint nicht aus nicht etwas, sondern das ist nicht etwas. Ganz direkt, konkret. Da gibt es keine Spaltung zwischen nicht etwas und irgendeiner Erscheinung. Und fällt weg, wenn es passiert, schreibt sie noch. Sozusagen, ja, das wäre die Geschichte. Eine Frage, und woher weißt du, dass es Gedanken sind, wenn da keiner ist? Ja, das weiß natürlich keiner.
Aber so wie gesagt werden kann, dass hier niemand ist, kann auch gesagt werden, dass da scheinbar Gedanken sind. Aber es weiß natürlich niemand, was das bedeutet. Dann steht hier, und was genau ist daran schlecht, das Wunder von Ich bin zu erleben? Weil eigentlich gibt es keinen und trotzdem erlebt sich dieses Nicht-Etwas als etwas. Ja, da ist überhaupt nichts schlecht dran. Es ist einfach nur genau das, was es ist. Die Illusion von Unerfülltsein und Suche und Hoffnung. Aber da ist natürlich nichts schlecht dran. Nee, um Gottes Willen. Nee. Wie gesagt, das ist das, was scheinbar passiert. Meistens findet im Ich-Erleben das Gefühl statt, dass irgendwas schlecht ist oder dass irgendwas fehlt. Aber das ist geträumt. Also alles gut. Das Ich ist nicht real existierend, aber trotzdem sich selber. Ja, sozusagen. Sich selber als nicht etwas, oder? Ja, genau, es ist eigentlich nicht etwas, genau. Ist das, was es ist, die scheinbare Illusion von Anwesenheit. Ja, die keine reale Sache ist. Ja. Eine Frage, ist das Ich immer noch da oder manchmal da, manchmal nicht da? Nur, dass es niemanden mehr kümmert. Ja, nee, so würde ich es nicht sagen. Ich würde tatsächlich sagen, Befreiung oder das wäre das, was ich Befreiung nennen würde, ist, wenn dieses Ich-Erleben sich als Illusion entpuppt hat, und zwar total. Es ist wie weggeschmolzen. Aber es gibt für viele Leute natürlich so einen Eindruck von Kommen und Gehen oder hin und her wechseln. Und für manche ist es dramatisch und intensiv und für manche ist es kein großes Thema. Also da kann, es kann auch innerhalb dieses Hin- und Herwechselns eine Entspannung damit geben. Aber das wäre aus meiner Sicht nicht Befreiung. Was auch egal ist. Also das hat jetzt keinen Wert. Da ist nicht das eine besser wie das andere. Aber Befreiung wäre das völlige Wegschmelzen dieses Erlebens. Wovon keiner was hat übrigens. Aber das Ja, wird wenn der oft nicht mehr da übernommen. ist. Ja. Würdest du sagen, dass das Universum inklusive den Menschen nur eine reine natürliche Funktion ist, ohne dass da eine Instanz sein könnte? Ja, so könnte man sagen, und gleichzeitig ist eine leere Erscheinung. Das heißt, es ist gar nicht so, dass es ein reales Universum mit realen Menschen drin gibt auf dieser kleinen Erde, sondern das ist real und irreal. Ja. Aber genau, es ist ohne Ursache, ohne Antrieb, ohne eine Energie, die es belebt, führt, leitet. Ist der Chat hochgerutscht, aber Ja. trinkst du manchmal ein Glas Wein und so weiter? Und wenn ja, wird sich etwas an deinem Sein ändern? Ja. Also beides ja. Aber es ist unberechenbar, wie sich das dann verändert. Ich trinke manchmal auch zwei Gläser oder drei. Auf Bier? Ab und zu.
aber selten. Wenn du Handlungen wie zum Beispiel körperliche Arbeit ausführst, wie wird das wahrgenommen? Naja, es ist das, was scheinbar passiert, aber es gibt keine getrennte Wahrnehmung davon. Frage. Aber wieso sollte das Ich Bin unerfüllt sein, wenn doch alles möglich ist, beziehungsweise wenn die Einheit offensichtlich als alles erscheint? Dann müsste es auch ein erfülltes Ich Bin geben. Oh, natürlich. Ja, nur nicht in der Erfahrung von Ich Bin. Aber natürlich, das ist genauso stimmig und total und ganz wie alles andere auch. Ja. Aber eben für niemand. Das heißt, es gibt keine zusätzliche Erfahrung von Erfüllung. Aber warum bleibt unbeantwortet natürlich? Ich dachte, das Ich Bin ist das Ich und ist immer irgendwie unzufrieden. Oder es fehlt was. Genau, aber das ist natürlich eine Illusion. Also so fühlt sich das an im Ich-Erleben, aber das ist geträumt natürlich. Es fehlt überhaupt nichts. Natürlich. Klar. Sorry, ich hoffe, ich werde gerade sehr. Es kommt so. Ja, es kommt so rein. Naja. Ein heiliger Schein von der Seite kommt so. Ja. Ich nutze das heute mal. Ich hoffe, es ist nicht zu schlimm. Nee. Nee, cool. Ich glaube, es ändert sich auch bald. Es gibt also kein Gesamtereignis. In Klammern, das ist wieder nur eine Erfahrung. Ja, genau. Oder vielleicht eine Hoffnung aus diesem persönlichen Erleben raus. Eben das, nein, ist nicht eine Hoffnung, so fühlt sich's an. Etwas passiert. Es gibt sowas wie eine Realität, ein Gesamterleben oder ein Gesamtereignis. Ja, nee, es passiert gar nichts. Man muss ja, ob man existiert oder nicht, die 90 Jahre rumkriegen. Was ist anders, wenn man sich als nicht existent erfährt? Ist es leichter? Suchst du nicht mehr? Bist du angekommen? Naja, also genau, man erfährt sich nicht als nicht jemand, sondern Erfahrung selbst entpuppt sich als Illusion. Insofern ist hier niemand, der angekommen ist und gleichzeitig hat natürlich die Suche aufgehört. Und was nicht mehr stattfindet, ist dieses Gefühl, ein Leben zu haben und das irgendwie rumkriegen zu müssen. Also es gibt nicht den Eindruck, die Zeit füllen zu müssen mit Dingen, um irgendwie durchzukommen. Das heißt, es gibt keine 90 Jahre. Diese Frage verpufft. Was mache ich mit meinem Leben? Weil welches Leben? Da ist niemand. Niemand, der sich selber auch noch unterbringen müsste. Bevor der Talk losging, hatten wir es kurz von meiner früheren Hippie-Zeit. Irgendwie das, Kommt jetzt wieder durch. als ob es wieder durchkommt gerade. Naja, nee, ich glaube, wir müssen es aushalten. Gibt es einen Unterschied zwischen nicht getrennt sein von etwas und alles ist eins? Kann man so oder so sagen, beides wäre unerfahren.
Wobei alles ist eins natürlich. Meine Worte sind egal, das wollte ich eigentlich sagen. Aber es gibt natürlich nicht das eine oder eine Realität. Gut, dass es nicht verstanden werden muss, denn da ist ja niemand, der es verstehen kann. Was Ja, sorry. für eine Erleichterung. Nichts zu verstehen macht es leichter für niemanden. Danke. Ja, also das, was passiert, das Sitzen vor einem Bildschirm kann nicht verstanden werden. Letzten Endes, weil es gar nicht erfahren wird als etwas Reales oder die Erfahrung davon ist geträumt. Was ist ultimativ das Wahrste? Emptiness oder das Göttliche, Schrägstrich, das Sein? Nichts davon. Es gibt nichts, was ultimativ wahr ist. Es gibt keine Wahrheit. Wenn als das, was scheinbar passiert, gesagt wird, dass es gleichermaßen nichts ist und trotzdem scheinbar passiert, wer weiß das dann? Keiner weiß es. Keiner weiß es. Es ist die natürliche Realität, für niemand. Und es ist nicht sagbar, es ist nicht mal beschreibbar, wie das ist. Manchmal frage ich mich, ob ich in einer Simulation lebe und nur ich bin real und du, Andreas, bist eine Projektion von mir. Ja, das, was sich das fragt, ist geträumt. Das ist die Illusion. Und es ist spannend, was du gesagt hast. Im persönlichen Erleben bleibt das einzig Reale immer ich bin. Alles andere lässt sich in Frage stellen von der Person. Von allem anderen lässt sich in Frage stellen, ist es so, ist es wirklich so, gibt es das überhaupt, bin ich die Ursache oder was anderes, aber ich bin bleibt im persönlichen Erleben. Ja. Die Frage bleibt unbeantwortet. Es ist natürlich die Frage danach, was findet denn wirklich statt? Ist es eine, ja, Simulation? Ist es echt? Ist es genau so, wie ich es erlebe oder ist doch anders? Das ist eigentlich die Wahrheitssuche, die aus dem persönlichen Erleben kommt, die unbeantwortet bleibt. Ich habe einen Lebenslauf, wäre er ohne ich genauso verlaufen? Keine Ahnung, weiß niemand. Ist es egal, wie das Leben verläuft, oder kann es gesteuert werden? Nee, es ist egal. Natürlich, meine, die einzigste Frage, die das Ich hat, ist es, muss es auf eine bestimmte Art und Weise laufen, damit ich erfüllt werden kann? Und so gesehen ist natürlich völlig egal, weil dieses Ich keine Erfüllung finden wird, egal wie das Leben verläuft. Hast du früher mal an eine Realität geglaubt? Oh, natürlich, natürlich. Solange hier jemand war, solange es hier die Illusion gab, habe ich natürlich gedacht, die Welt ist echt, ich bin echt.
und dass es eine Art von Realität gibt. Irgendwas wird schon existieren. Ja, und auf irgendeine Art und Weise wird es schon sein. Auch wenn ich es nicht verstehe, irgendwie wird es schon sein. Klar, natürlich. Und auf dieser Grundlage habe ich gesucht, natürlich. Was genau bedeutet, etwas ist sich selber? Es ist einfach das, was es ist, quasi als Sache. Oder es ist Punkt, 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 was genau? Ja, genau. Es bleibt unbeantwortet. Was es wirklich ist, was Dinge wirklich sind, bleibt unbeantwortet, weil es eigentlich gar keine Dinge sind. Genau. Wie würde sich der Tisch beschreiben, der hinter mir steht? Wie würde er sich erfahren können? Und das ist das, worüber wir reden auf eine Art. Wie ist es, Tisch zu sein, ohne eine Erfahrung davon zu haben, es zu sein? Wie ist es, ein Mensch zu sein, ohne sich als dieser zu erleben? Ja. Gibt es etwas Göttliches für dich? Nein. Also es gibt überhaupt nichts für mich. Mich gibt es nicht. Das heißt, auch dieser Gegensatz löst sich auf. Göttlich und profan vielleicht. Die normale Welt und das Besondere, das Göttliche, das Immaterielle, die im persönlichen Erleben immer zwei sind. Immer als ob das zwei Realitäten wären. Und natürlich an das göttliche Immaterielle man immer nur glauben muss. Nee, natürlich nicht. Es gibt weder das Profane, noch das Immaterielle. Fragen sind alle und jetzt wird nur noch so gerne gehört. Cool. Ja, kann passieren, dass einem die Fragen ausgehen. Aber wieso, lieber Andreas, hast du eine andere Perspektive auf was auch immer als ich? Du sitzt bei dir daheim und ich sitze in einer ganz anderen Stadt. Ja, das ist das, was scheinbar passiert. Das ist die ungetrennte natürliche Realität. Ich sehe, höre, schmecke doch ganz andere Dinge als du. Ja. Also, und das heißt ja nichts. Du wirkst immer sehr klar bei dem, was du sagst. Da ist kein Zweifel. Es ist offensichtlich. Ja, ich könnte mal so sagen, ich würde es auf eine Art gar nicht offensichtlich nennen, sondern da ist einfach niemand da. Und das kann zugegeben werden. Ist einfach so. Kann man nichts machen. Das heißt, es ist keine intellektuelle Klarheit oder dass ich mir darüber klar bin, dass da niemand ist, sondern da ist niemand. Das ist sehr direkt und unkompliziert. Wenn sich das Ich Bin auflöst, bleibt da nichts mehr da? Ja, genau, ja. Es wird ersatzlos gestrichen. Ja. Man, es ist die Hoffnung der Person, dass die getrennte Erfahrung ersetzt wird durch eine
Ganzheitserfahrung oder irgendwie sowas. Aber nee, Erfahrung an sich entpuppt sich als illusionär. Du erfährst dich genauso, wie ich mir vorstelle, wie ein Tisch sich erfahren würde, nämlich gar nicht. Ja, genau. Genau. Ja, ich bin quasi, naja, ich wollte gerade sagen, ein fleischgewordener Tisch, aber das ist auch irgendwie absurd. Irgendwie kommt mir das alles manchmal vor wie ein Zeichentrickfilm. Die Figur und die Welt sind aus einem Stoff. So wie ich dich verstehe, existiert da in diesem Film niemand. Genau, ja. Es gibt eine reine Erscheinung oder das, was passiert, ist nur erscheinend. Ja. Und ein Film ohne Zuschauer, erfährt sich selber gar nicht als Film. Das wäre wieder die Sache. Alles ist einfach nur es selbst. Du sagst, es ist egal, wie wir unser Leben leben. Bei den Nahtoderlebnissen gibt es meist immer ein Live-Review. Da scheint es einen großen Unterschied zu machen, wie man sein Leben gelebt hat. Ja. Ja. Nur nach dem Tod ist es ziemlich egal. Aber klar, aus dem persönlichen Erleben raus gibt es diesen Rückblick und die zurückgehaltenen Hoffnungen und was man sich so gern gewünscht hätte und wie man eigentlich war und so. Ja. Genau. Und trotzdem geht es für die Leute nach dieser Erfahrung trotzdem einfach so weiter, wie es weitergeht. Ja. Aber wie gesagt, das wäre alles noch vor dem Tod oder in der Anwesenheit, im persönlichen Erleben. Und dann gibt es natürlich all diese Zutaten. Es gibt das Leben, es gibt ein richtig und falsch. Es gibt den Eindruck, dass man wählen kann, dass man jemand ist, der wählen kann, wie man ist. Auch nach so einer scheinbar transformierenden Erfahrung, ein bisschen dem Tod ins Auge blicken sozusagen. Wäre alles innerhalb der Anwesenheitserfahrung. Dann bist du schon gestorben, sozusagen. In Anführungszeichen, genau. Was eine Geschichte ist natürlich, weil sich einfach diese Anwesenheit als illusionär entpuppt hat. Hast du Kontakt zu deinen Nachbarn und wissen die, dass du im Internet zu finden bist? Nee, ich glaube, hier aus dem Haus weiß es tatsächlich niemand. Ich rede ja nicht so viel mit meinen Nachbarn. Nicht, dass die noch rausfinden, was ich hier so treibe. Nee. Das, was scheinbar passiert, ist ja die natürliche Realität. Aber ist es nicht eine Illusion? Nee, also was soll jetzt eine Illusion sein? Also, dass wir hier zusammensitzen und diesen Talk machen, ist keine Illusion.
Die Illusion wäre nur, dass es etwas Reales für jemanden ist. Es gibt keine Illusion in dem Sinn. Ich würde auch nicht sagen, dass alles eine Illusion ist. Überhaupt nicht. Alles ist die natürliche Realität. Wer antwortet, wer redet? Nächste Frage. Hallo Andreas, es gibt nicht anderes, was es ist. Das Gefühl ist nichts etwas. Ja. Ja. Irgendwie absurd das Ganze. Ja. Ja, aus dem persönlichen Erleben kann das absurd wirken, alles. Ja. Dabei ist es die natürliche Realität. Dann gibt es auch keine Ängste mehr. Ja, also der Körper kann natürlich Angst fühlen. Aber diese Angst, auf die sich ganz viel zurückführen lässt, von ich werde nicht glücklich werden oder ich werde nicht mehr erfüllt sein können oder es könnte was ganz Schlimmes passieren, diese Angst verpufft, ja. Wer sie? Oder die Angst, auf dem Totenbett aufzuwachen und zu bemerken, man hätte sein Leben falsch gelebt oder sowas. Eben wie bei der Nahtoderfahrung. Das, was zurückschaut und sich fragen könnte, war es richtig oder war es falsch? Wer sieht, dass etwas erscheint? Ja, niemand, weil es erscheint gar nichts im Sinne von, dass es in Erscheinung kommt. Das heißt, hier gibt es kein Erleben davon, dass hier etwas passiert. Das ist leider die Zweideutigkeit von diesem Wort erscheinen, weil das Ich damit natürlich immer so ein In-Existenz-Kommen versteht. Aber diese zwei gibt es nicht. Mich, der etwas sieht. Was bedeutet es, wenn etwas keine Substanz hat? Ja, das ist unmöglich zu erklären, weil was du von mir verlangst, ist eine substanzielle Erklärung. Aber es gibt keine Substanz. Nichts ist real. Auch meine Erklärung nicht. Ich hatte den Rückblick aus dem Nichts, aber da war kein Problem mit. Es löste sich einfach das scheinbare Erleben von, dass da ein Problem wäre. Ja, genau. Genau. Dieses Erleben endet nicht dadurch, dass es eine Antwort darauf gibt, sondern es fällt einfach weg. Ja. Die Suche endet niemals in diesem erfüllten Ankommen, sondern die Suche bricht weg, zusammen mit dem Sucher, ohne Grund, ohne dass was gefunden wurde. Ich bin nur scheinbar da, doch ist Sehnsucht, sich aufzulösen, scheinbar noch da. Wenn ich gar nicht anwesend bin, verarsche ich mich selbst? Nein, nee, dann gäbe es dich ja wieder, sondern was du beschreibst, ist das, was scheinbar passiert, einschließlich deinem Eindruck zu sein. Und es gibt keine Antwort darauf. Das ist es.
Und niemand verarscht sich hier selber. Das ist schon das Ich, das sich in Problemen wälzt, die es so gar nicht gibt. Dass da jemand in eine Falle tappt oder dass jemand in einer Illusion lebt oder ja, genau das ist der Traum. Woher nimmst du die Überzeugung für das, was du sagst? Ich bin gar nicht so überzeugt davon. Ich glaube aber auch nichts anderes. Das, was hier gesagt wird, ist einfach total das, was gesagt wird, ohne zu lügen und ohne es zu glauben. Also, es ist nicht einfach nur irgendwas dahergeredet. Es ist aber auch keine Wahrheit, in der ich mich aufhalte. Im Moment der Entpuppung, der Anwesenheit als Abwesenheit, gab es da Synchronizitäten? Diese Frage verstehe ich ehrlicherweise nicht wirklich. Meine, im Prinzip ist auf diese Art alles synchron, beziehungsweise zeitlos. Alles ist einfach das, was es ist oder was scheinbar passiert. Was heißt die natürliche Realität? Gibt es auch eine unnatürliche Realität? Welche wäre das? Ja, eben nicht. Es gibt nur das, was scheinbar passiert. Und das ist auf eine Art natürlich. Genau, es gibt keine zwei Realitäten. Es gibt nicht das Richtige und das Falsche. Es gibt nicht die Illusion und die Wahrheit, in der das Ich leben würde. Sowas wie, es gibt was, was nicht sein sollte, was falsch ist, was geändert werden muss, damit ich zum Eigentlichen, zur Wahrheit kommen kann. Diese zwei Realitäten gibt es nicht. Wie ist es bei dir passiert, dass dein Ich als Illusion durchschaut wurde? Sanft entschlafen. Unerwartet und unbemerkt sanft entschlafen. Oder unbemerkt immer weniger da gewesen. Es hat sich immer seltener irgendwas selber gefunden. Sowas wie, oh, hallo, ah, puh, hier bin ich. Aufgehört. Na toll, jetzt kann ich mir nicht mal mehr einreden, dass ich die unbekümmerte Awareness bin, die sich eh nie nach das, was sich am meisten nach mir anfühlt, angefühlt hat. Ja, genau, ja, sorry. Ja, weg mit den Krücken. Ja. Es braucht einfach niemanden, der sich künstlich erheben muss, um sich ganz zu fühlen. Es ist schon okay so. Von vornherein. Das ist die Freiheit, von der wir reden, die natürlich niemandem gehört, aber auch niemanden braucht. Eben, das versucht es sich am eigenen Kragen aus dem Dreck zu ziehen, indem es sich solche Sachen einredet, wie ich bin die göttliche, Gewahrsein, ich bin das göttliche Gewahrsein und unbekümmert und dieses Ganze. Kann man machen, braucht man aber nicht. Der Sucher löst sich auf, aber Körper funktioniert einfach nur. Naja, wahrscheinlich, scheinbar ein paar Jährchen noch. Wahrscheinlich hört es auch irgendwann auf, wird behauptet.
Ich möchte mich da gar nicht festlegen, aber ich wäre zumindest offen dafür, dass der sich auch irgendwann ablegt. Ja. Meine, das, was scheinbar passiert, lebende Körper, die atmen und denken und fühlen, das ist die natürliche Realität, die nicht etwas ist und die sich selber nicht erlebt als das. Aber ja. Alles ist real und irreal. Kannst du das bitte erklären? Danke. Ja, real und irreal kann natürlich nicht wirklich erklärt werden. Wie ist es, das zu sein, ohne eine Erfahrung davon zu haben, dass es real ist? Dieses ganze Realitätsgefühl gehört zu dem Ich-Bin-Erleben, dass sich irgendwas echt anfühlt. Das, was bezeugt und sagt, ja, da hinten steht doch ein Tisch, weil ich erfahre ihn ja. Das ist das Gefühl von Realität. Wie ist es, wenn das nicht da ist und trotzdem das Sehen von dem Tisch da hinten stattfindet? Dann ist es und ist aber auch nicht. Dann ist es genau das, bleibt aber unbezeugt, ohne Stimme, die sagt, ja, das passiert doch jetzt gerade. Ich erfahre es doch. Das heißt, real und irreal kann nicht real erfahren werden. Das wäre der natürliche Widerspruch. Und die Energie beim Wegschmelzen endet mit dem Ich und wird es immer intensiver. Nee, das Ich endet im Wegschmelzen der persönlichen Energie. Und danach gibt es keine Erfahrung mehr. Das wird dann auch nicht intensiver, oder? Nee, da ist einfach niemand mehr da. Lieber Andreas, was sagst du zu dem Doppelspaltexperiment, dass die Teilchen sich anders verhalten, wenn sie beobachtet werden? Aber den Beobachter gibt es doch gar nicht, oder? Genau, das wäre einfach das, was scheinbar passiert, was nicht real ist. Nichts davon existiert real. Weder die Teilchen noch der Beobachter, noch dass es sich anders verhält ohne Beobachter. Das gibt es alles nicht wirklich. Deshalb gibt es keine Antwort darauf, was das zu bedeuten hat oder sowas. Es läuft trotzdem so, wie es läuft. Das Leben oder das, was scheinbar passiert. Könnte es sein, dass alles nur ein ablaufendes Programm ist, ohne dass da ein User wäre? Ja, wer weiß, bleibt unbeantwortet. Liest du Bücher? Wenig. Also gerade, ich glaube, es sind die letzten 1,5 Jahre, habe ich kein Buch mehr gelesen. Hast du noch eine Praxis gehabt, als du noch ein erlebtes Ich hattest? Natürlich, ich meine, jetzt keine so eine ganz bestimmte.
Das war, was man halt alles so gehört und gelesen hat. Irgendwie versuchen, präsent zu sein, nichts zu viel zu denken, aus dem Verstand kommen war sowas. Aber so ein ganzer Mix aus allem. Dann dachte ich, wie das geht um die Gefühle, dass man die fühlt oder irgendwas. Natürlich. Ich meine, ich sein heißt im Prinzip zu praktizieren. Dass ich versuche, nämlich ständig irgendwie richtig zu sein. Das Ich ist im Prinzip gelebte Praxis. Und ob die Praxis ist, pünktlich im Büro zu erscheinen, nett zum Chef zu sein, möglichst wenig arbeiten zu müssen, ohne dass der Chef das sieht, das ist alles Praxis. Das ist letztendlich alles spirituelle Praxis, um selber so gut wie möglich durchzukommen, um für sich so viel Erfüllung wie möglich zu generieren oder um zu vermeiden, Erfüllung zu verlieren. Diese ganzen Spielchen und Tricks, die alle mit Aufmerksamkeit zu tun haben, die das Leben machen, die eine Intention haben. Ja, natürlich. Und solange da jemand ist, wird es irgendeine Art von Praxis geben. Und wenn es der Versuch ist, nichts zu tun oder alles sein zu lassen oder nicht mehr nachzudenken oder egal, das Ich ist Praxis. Natürlich war das auch hier so. Und dann gibt es natürlich aus der Spiritualität raus, ich denke, da ist am konkretesten diese institutionalisierte Praxis. Setz dich jeden Morgen hin, mach das und das, versuche immer bewusst zu sein, gewahr zu sein, irgend sowas. Entspann dich. Klar. Die Überraschung war, dass diese ganzen Praktiken nirgendwo hingeführt haben, sondern dass das einfach nur ein sich um die eigene Achse drehen war, innerhalb der Illusion, wie eine Beschäftigung. Es ein bisschen einfacher machen, sich selber auszuhalten, aber niemals, aber auch wirklich niemals zu einem realen, nachhaltigen Erfolg geführt haben. Das arbeitende Ich ist die Illusion. Als dein Ich so langsam eingeschlafen ist, gab es im Übergang Zeiten, wo du deinen Körper vernachlässigt hast? Nee, tatsächlich nicht. Ach so, nicht, dass ich wüsste. Nee, nee. Ich war vielleicht nicht immer mega modisch angezogen, aber schlimmer war es eigentlich nie. Und ich glaube, vielleicht habe ich eine Zeit lang abends die Zähne nicht geputzt, weil ich zu faul war. Aber morgens dafür. Jetzt nicht mehr? Nee, ich putze abends jetzt auch wieder. Das habe ich wieder angefangen. Aber ich bin froh, dass es heutzutage heißt, dass zweimal reicht, weil früher sollte man immer dreimal. Aber da haben sie uns gequält als Kinder. Diesem unnötigen dritten Mal Zähneputzen. Ich glaube, seit ich verstanden habe, dass ich mir kein Gebiss leisten werden kann, putze ich wieder zweimal. Und hast du dich nicht sowas wie gefühlt gewundert, als du sukzessive entschlafen bist? Ja und nein, weil das natürlich überhaupt nicht meine Erfahrung war. Meine Erfahrung war, ja, ich bin immer noch wach und ich bin auf einem Weg. Das heißt, aus dem persönlichen Erleben raus ist es tatsächlich, ich sage mal so, vor allem wenn es einem mitten im Leben passiert, tatsächlich nicht vorstellbar, dass es mit dem eigenen Ende enden könnte. Das heißt, dieses Entschlafen oder sanft Entschlafen, das sage ich jetzt hinterher, war mir aber überhaupt nicht bewusst zu dieser Zeit.
Ich dachte natürlich, ich bin auf dem Weg in meine persönliche Zukunft, in der das Eigentliche stattfinden wird, hoffentlich. Das heißt, das war überhaupt nicht eine Geschichte, die ich mir selber erzählt habe. Hast du körperliche Krankheiten und nimmst Medikamente oder lösen sich Krankheiten auf? Ich meine, mein Zustand, wie es mir mit meinem Körper geht, das ist nicht allgemeingültig. Insofern lässt sich daraus nichts ableiten, aber ich nehme keine Medikamente und anscheinend wird sogar mein Heuschnupfen besser. Ja. Aber auch da liest man, dass das in dem Alter, dem ich gerade bin, eh öfters passiert. Also daraus lässt sich nichts ableiten. Ich nehme Vitamine manchmal. Also in Tablettenform meine ich jetzt. Warum sollte man auch der Beobachter sein, aber nicht das, was beobachtet wird? Das entscheidet ja niemand. Genau, also Beobachter und Beobachtetes gibt es so nicht. Beziehungsweise Befreiung ist, wenn die Illusion davon, dass es die zwei gibt, zusammenfällt und sich aufhebt. Subjekt und Objekt heben sich auf. Das wäre Befreiung. Auch wenn da kein Ich mehr ist, ist dein Sein jetzt glücklicher und besser als vorher? Das lässt sich schwer sagen, weil es sowas wie mein Sein nicht mehr gibt, als Erfahrung. Insofern ist es mit besser und schlechter immer ein bisschen schwierig. Aber natürlich, diese scheinbare Last der Suche und der Hoffnung und diese für mich zumindest emotionale Achterbahnfahrt zwischen Hoffnung und Verzweiflung, ich übertreibe ein bisschen, die ist nicht mehr da, natürlich. Die natürliche Realität ist Stimmigkeit. Hört sich natürlich so an, als ob ich sagen würde, es ist doch besser. Aber so weit kann man schwer gehen, weil sich letztendlich genau dieser Eindruck davon, dass es sowas wie besser und schlechter gibt, der löst sich auf. Und natürlich aus Sicht der Person besser und schlechter eigentlich immer heißt erfüllter. Geht es mir jetzt besser? Bin ich jetzt erfüllter als vorher? Da ist niemand. Wenn es ein Programm ist, könnte es ja eventuell dahinter eine echte Welt geben. Kann natürlich keiner wissen, klar. Ja, aber es gibt gar kein davor und dahinter. Also das, was scheinbar passiert, ist keine Oberfläche, wo möglicherweise noch was dahinter sein kann. Da ist einfach gar nichts wirklich. Aber wie du auch gesagt hast, das ist eigentlich eine rein theoretische Frage. Und dann kann man sich Antworten geben, an die man dann glaubt oder nicht glauben kann. Ich meine, diese Botschaft, das, was hier gesagt wird, beansprucht gar nicht, dass es eine Wahrheit gibt. Und das ist das Dilemma der Person. Solange man davon ausgeht, dass es eine Wahrheit gibt, könnte es auch immer eine andere Wahrheit geben. Das heißt, aus meiner Sicht könnte es in Anführungszeichen noch 80 Welten hinter dieser Welt geben. Das würde überhaupt nichts verändern. Es einfach nur das wäre, was scheinbar passiert. Weil es so oder so egal ist, weil es so oder so nicht real ist. Sind diese ganzen theoretischen Fragen sind Spielchen.
oder diese ganzen Fragen, die sich auf eine Realität bezieht. Gibt es so etwas wie ein hyperintelligentes Wesen, was dieses Spiel, das doch nicht nur ein reines Chaos ist, bewirkt? Nein. Nee. Ich meine, so wie du die Frage gestellt hast, gehst du natürlich immer noch davon aus, dass es sowas gibt wie ein Geschehen. Und dann kann man sich natürlich immer fragen, was ist die Ursache davon, was ist dahinter, wo kommt es her, ist es vielleicht so oder so? Es gibt nicht eine Realität. Da ist keine Realität. Das, was passiert, hat keine Realität, ist kein Umstand. Also hast du nicht den Eindruck, dass dir die Praxis irgendwas gebracht hat? Genau, ja. Genau. Also sie hat nicht das gebracht, was ich mir davon erhofft habe, nämlich ein erfülltes Ich werden zu können, ein Ich, das ankommt nach getaner Praxis. Genau. Aber möglich wäre es zu lesen. Weiß jetzt nicht, worauf sich das bezieht. Ach, vielleicht auf das Bücher lesen. Ah Ja, ja. ich lese relativ viel, würde ich sagen. Und naja, ich weiß es nicht. Aber ich lese natürlich täglich. Ich lese Nachrichten. Oder was heißt Nachrichten? Ja, doch schon. Immer wieder Nachrichten. Mainstream. Und aber eben keine Bücher. Ist natürlich niemand da, der es glaubt, aber. Ein Kommentar, Zahnschmerzen sind schlimm. Dann, hallo Andreas, schön, dass du da bist, auch wenn du nicht da bist. Ja, danke, gleichfalls. Sorry, dass ich so reinspringe, bin von einem schlechten Traum erwacht. Meine Frage. Muss man, nachdem man die Erleuchtung erfahren hat, bald, ist da was davor? Ich glaube, da steht sterben. Ja. Also du meinst, dass der Körper bald sterben muss? Ich klopfe mal auf Holz. Ich glaube nicht, nee. Weiter schreibt er, im Traum hat mich jemand fast umgebracht. Ja, ein Albtraum. Oder war es okay? So geht's mir auch, glaube ich. Was meinst du, warum das nicht bemerkt wird, dass der scheinbare Prozess beendet wird und man scheinbar noch etwas sucht? Na, ich meine, es gibt, ich weiß nicht ganz, was du meinst. Es gibt einfach kein reales Bemerken. Wobei, so wie ich die Frage gehört habe, findet da einfach die Illusion statt, dass da jemand ist. Und das ist es dann. Da gibt es eben nicht noch eine zusätzliche Instanz, die dann irgendwas bemerkt. Das heißt, entweder das ist das, was scheinbar passiert, dass da die Illusion stattfindet und gesucht wird oder eben nicht. Aber da gibt es eben nicht noch jemand da drin zusätzlich, der sich über etwas gewahr werden könnte, daraus aufwachen könnte. Das ist die Hoffnung, aber da ist niemand.
Deshalb sind natürlich diese ganzen Versuche, gewahr zu werden, zu bemerken, das, was das Ich ständig versucht, zu sehen, wie es wirklich ist. Wirklich mal sehen zu können, die Wahrheit zu sehen. Wirklich mal das Ich als Illusion entlarven, zum Beispiel in diesem Kontext. Wirklich mal rauszufinden, warum es so ist und nicht so. Auch in Alltagssituationen. Dieser Wunsch, sich gewahr werden zu können, darüber, wie es wirklich ist, der ist, kommt aus dem Traum oder ist der Traum. Das Ich hat nur sich selber. Das heißt, das Gewahrsein hat nur sich selber für seine Suche. Deshalb dreht sich letztendlich alle Suche darum, mal wirklich sehen zu können. Ein Ankommen, dieses Gefühl anzukommen, ist eigentlich auch eher die Suche nach dem Gewahrsein darüber, angekommen zu sein, eine Erfahrung davon zu haben, angekommen zu sein. Das wäre alles Suche in diesem Bemerken. Wann kriege ich endlich mit, dass da niemand ist? Wann kriege ich mit, dass alles schon gut ist? Da ist niemand. Wenn da wirklich niemand ist, wann kann ich denn das sehen? Ja. Hallo Andreas, wie kann ich mir vorstellen, dass bei dir das Gefühl von Anwesenheit verschwunden ist? Du weißt doch, dass du jetzt hier bist. Nein, um Gottes Willen, das weiß ich natürlich nicht. Gibt keine Erfahrung davon, jetzt hier zu sein. Diese Präsenzerfahrung hat sich als illusionär entpuppt. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das ist das Einzigste, was sich das Ich nicht vorstellen kann, die eigene Abwesenheit. Das Ich kann sich ganz viel vorstellen: Universen, Elefanten, die auf dem Mond leben, alles Mögliche. Aber wie es ist, wenn man selber nicht da ist, wie soll man, wer soll sich überhaupt diese Vorstellung machen? Es ist unvorstellbar. So wie es unvorstellbar ist, sorry, wenn ich es halt da mit dem Tisch habe, nee, hier. So wie es unvorstellbar ist, wie es ist, der Tisch zu sein. Wie ist es? Oder ein Baum, oder? Da ist niemand. Und jede Vorstellung davon, wie es ist, hat sowieso nichts mit dem zu tun, wie es ist. Also die Vorstellung davon, wie es ist, vor einem Bildschirm zu sitzen, hat nichts damit zu tun, wie es wirklich ist, vor einem Bildschirm zu sitzen. Was kann ich als Illusion tun, damit die Ich-Auflösung scheinbar passiert? Ja, überhaupt nichts. Denn diese Frage, was kann ich als Illusion tun? Du kannst eben gar nichts tun, weil du eine Illusion bist. Da ist niemand. Das heißt, wenn du jetzt an deiner eigenen Auflösung arbeiten würdest, setzt du dich schon als real voraus. Rückblickend gesehen, hat dein Entschlafen schon vor der Begegnung mit Toni angefangen? Ja, kann man so sehen, ja. Weiß natürlich keiner wirklich, ist eine Geschichte, in der keine wirkliche Wahrheit steckt, aber auf eine Art könnte man das so sagen, ja. Wenn das Ich-Erleben wegfällt, ist es dann so wie bei einem Kind von 1 bis 3 Jahren? Ja, in einem erwachsenen Körper natürlich, genau, ja. Gleiche Frage wie mit dem Tisch. Wie war es, als wir oder du 1 Jahr alt waren? Da war es genauso. Da war Leben, da war
Wut, da war Freude, da war Lachen, da war Stille, da war Atmen. Anscheinend, weil da war niemand. Wie war's? Wie war's, du zu sein, ohne ein Ich zu haben? Genau. Und natürlich ist das Gehirn jetzt ein bisschen größer. Wächst das Gehirn? Weiß ich gar nicht. Sind mehr Fähigkeiten? Eben, es ist jetzt scheinbar ein erwachsener Körper. Aber da ist niemand. Wie ist es? Wie war es ganz konkret, als wir eins waren? Oder in den Momenten, in denen wir tief schlafen? Was lässt sich da sagen darüber, wie es wirklich ist? Wo ist da diese Wahrheit, die alle suchen? Und wo ist dieser Spirit, dieser Geist, dieses Ich? Wer sagt da irgendwas darüber? Über diese Vorstellungen von, ja, Realität und Wahrheit und Liebe. Was weiß so ein Baby davon, von wahrer Liebe? Und doch schlägt da ein Herz und es wird gedacht und gefühlt, intensiv gefühlt, für niemand. Ja, in Anführungszeichen, darüber reden wir. Es ist eigentlich so einfach. Da ist nur diese natürliche Realität da direkt und ungetrennt. Erst mit Erscheinen des Ich-Gefühls und dessen Verstand tauchen all diese Fragen überhaupt erst auf. Absolut, ja. Und, das muss ich dazu sagen, auch das geschieht mit der gleichen Leichtigkeit wie alles andere auch. Es ist eine Scheinmühe, die zu dieser Illusion gehört. Aber das passiert mit der gleichen, ja, ich sag's nochmal, Leichtigkeit, Mühelosigkeit wie alles andere auch. Diese Mühelosigkeit wird niemals verlassen. Selbst in dieser Illusion von, ich muss noch irgendwo hin, ich muss wahre Liebe erfahren und was auch immer gesucht wird. Es ist aus einem Guss. Das alles ist aus einem Guss, ungetrennt. Aber ja, das Ich-Erleben ist das Einzigste, was sucht und was sich auf einer tiefen Ebene unerfüllt wähnt. Ja. What to do? Wie sieht es mit Sport und gesunder Ernährung aus? Ja, ich bin dran. Hast du dennoch einen Rat oder Tipp für uns? Nee. Nee, weil ich sehe niemand. Also es gibt dieses uns nicht. Nee. Nee, nee. Nee. Tiefschlaf und du jetzt gerade in diesem YouTube Live ist gleich für dich, oder? Jein, so hört sich's an. Zumindest ist nichts da, was einen Unterschied erlebt, was sich im Tagbewusstsein abgrenzt vom Tiefschlaf. Hallo Andreas, wenn du einen Zwillingsbruder hättest, ein Ja. genaues Abbild von dir, der Ja. aber noch ein Ich hätte, was Ja. würde er zu dir sagen, wenn er deine Talks hört? Ich habe keine Ahnung. Es ist aber wirklich eine brillante Vorstellung. Der Arme. Wobei, da müssen wir auch wieder nicht, wer ärmer dran ist. Vielleicht würde er immer sagen, was kannst du mir raten? Sorry, das ist wirklich eine zu witzige Vorstellung. Ich denke, davon würden wir zu zweit nebeneinander sitzen. Na gut.
Ja. Hier steht, I besteht den Test. Ich wünsche viel Liebe und seid wahr ein Lehrtraum bei. Ich habe es wörtlich vorgelesen. Okay. Vielen Dank und alles Liebe zurück. Menschen wie du scheinen mir immer sehr strukturiert, ordentlich und klar. So ist deine Wohnung im Hintergrund sehr hübsch und aufgeräumt. Wie entsteht diese Ordnung und Klarheit? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte immer, das wäre, weil ich so erzogen worden bin und das natürlich zwei Seiten hat immer. Es ist das, was scheinbar passiert. Vielleicht könnte man auch sagen, ich habe es gerne aufgeräumt, weil es könnte jeden Moment rum sein und dann möchte ich kein Chaos hinterlassen. Ich rechne nicht mehr sonderlich lang mit meiner Zukunft. Da ist keine Zukunft, deshalb immer alles gleich erledigt haben. Dann müssen die Kinder sich um nichts kümmern und so. Niemand zur Last fallen. Kann nichts aufschieben. Siehst du Sehen, Schmecken, Fühlen, Gewahrsein als nicht gekoppelt an den Körper, also trotzdem als ungetrennt, aber halt nicht so, dass es was mit dem Körper zu tun hat? Ja, doch. Man könnte sagen, es hat nur was mit dem Körper zu tun, aber der ist eben ungetrennt. Es gibt keine Trennung. Das alles ist ungetrennt. Und schmecken und hören und fühlen scheint eben zum Körper zu gehören, ist aber ungetrennt. Ja, es ist eine ungetrennte Erscheinung. Genauso wie es ist. Das ist nichts Außergewöhnliches dran. Das heißt, jede subtile Frage, wie etwas sein könnte, stellt immer das Ich als scheinbar ablaufender Prozess. Sozusagen aus dieser Suche nach Wahrheit raus, aus dieser Suche zu einem Punkt zu kommen, wirklich wissen zu wollen. Natürlich, das Gehirn denkt und da können auch Fragen passieren. Aber es wäre tatsächlich das Ich, das auf der Suche nach der Wahrheit ist. Und wie gesagt, damit meine ich nicht nur diese allgemeine oder diese spirituelle Wahrheit, sondern es sucht ganz oft die Wahrheit im Moment oder was gerade los ist, in der Hoffnung dann ankommen zu können. Und ja, da ist im Prinzip egal, wie subtil das ist. Sobald da jemand ist, wird auf irgendeine Art gesucht werden. Ich lese eine letzte Frage Ja. vor. Verstehst du das, was Nisargadatta Maharaj sagte, als persönliche Lehre oder stimmst du überein? Ich meine, der hat ja relativ viel gesagt. Mein Eindruck kommt das, was, also ich hab nicht viel gelesen, aber dieses Ich bin Teaching natürlich, das ist eine Lehre oder eine Belehrung. Und so viel ich weiß, musste er in seinen letzten Lebensjahren davon Abstand nehmen, dass er irgendeinen Ratschlag oder Tipp geben kann. Das scheint mir dem, was hier gesagt wird, auf jeden Fall um einiges näher zu sein. Da ist niemand. Und die Aufmerksamkeit auf die eigene Präsenz zu richten, ist natürlich eine von diesen Techniken, die zur Ich-Illusion gehören. Na gut, ich glaube, wir haben es dann. Es gibt keine Botschaft, es gibt keine Lehre, keinen Lehrer, keine Belehrung. Da ist niemand. Dieses Ich
ist geträumt. Und das, was passiert, das, was scheinbar passiert, ist natürlicherweise stimmig und ganz. Es muss nicht erst ganz gemacht werden. Es braucht keine Erfahrung davon, ganz zu sein. Es ist viel totaler und ganzer. Das braucht überhaupt nichts. Das heißt, das, was scheinbar passiert, ist völlig bedürfnislos es selbst. Es ist genau das. Vielen Dank für den Talk und ganz lieben Dank an Yvonne für das Fragenvorlesen. Ganz herzlichen Dank für Sehr den cool. Talk. Cool. Immer wieder sehr spannend. Cool. Okay, Danke. dann schönen Abend noch. Ja, euch allen. Tschüss, Ja. ciao. Dankeschön.